Der kleine Helm ist ein Widerpost. Wie bitte? Ein Widerpost. Ja, natürlich. Moin, moin mal wieder. Ich grüße euch hier aus dem Ladebildschirm, weil ansonsten, während ich euch hier begrüße, wahrscheinlich ein Sturmangriff, wie der Google gerade zu mir sagte, der Unfreundliche, über uns hineinbricht. Und das wäre unschön, weil ich euch gerne begrüßen will. Seid ihr wieder willkommen zu Loot tut gut und Mord auch. So, wir werden mal dem Herrn bei der Zurückschlagung der letzten Angriffswellen, so hat er das genannt, helfen. Und ja, wird abgehen. Bis, jetzt geht's los. Ich wollte gerade mich schon wieder verabschieden. Oh, da sind lauter Fernseher. Moin. Wenn du Minen hast, solltest du sie jetzt einsetzen, denn sie könnten jeden Augenblick durch eine der verrammelten Türen hereinkommen. Warte mal. Minen? Habe ich Minen? Habe ich Minen? Minen? Höchstens Granaten. Aber die könnte man ja eigentlich auch mal einsetzen. Weil die wiegen was. Nee, die wiegen was. Aber keine Minen. Wie kann das sein? Nun ja, soll mir egal sein. Dann nehme ich mal ein paar Granaten, wenn wir hier oben sowieso schon mal auf dem Balkon stehen. Dann müssen wir jetzt warten, bis der. So, also da unten sind drei verrammelte Türen. Ich hoffe, die Hundis laufen jetzt nicht gleich darunter, sonst wird das mit den Granaten ein bisschen. Gut. Jede Sekunde ist es jetzt soweit. Mach dich bereit. Ja, ich bin bereit, Digga. Oh, da kommen Scheiße sie aus. Im zweiten Stock auf der rechten Seite. Ah, nee, dann sind sie ja gar nicht da unten. Dann gehe ich wieder zurück aufs Plasmagewehr, weil ich dachte, ich könnte die da runterwerfen. Na du? Du hast schon den Strick um den Hals. Das können wir dementsprechend nutzen. Aus dem Weg, cool. Alter, sind es viele. Und was Hübsches dabei. Bams. Köpfchen weg. Ja, da ist viel Material am Start. Leuchteten. Wer leuchtete? Lauter Axt- und Messer-Fuzis. Alles klar. Damit können wir umgehen. Hoffentlich ist unser Partner hier essential. Nicht, dass wir den zur Not noch... ne? Kennt man ja auch so einen Spaß. Das Blonde da ist hübsch. Da. Facecam. So. Ja. Erstmal nicht hierher gekommen. Na, das war's. Köpfchen ab. Ärmchen gleichzeitig auch. Hammervögelchen. Hast du eine gewisse Todessehnsucht oder was? Siehst du aber grimmig aus. Das ändern wir mal. Guck mal, er hat seine Knarre hier im Kopf. Alter, ist das hier ein Clusterfuck. Das ist ja unglaublich. So. Ja, du hast soeben gerade das Licht gesehen. Nein! Super, gut gemacht. Diese Störenfried. Da kommen noch mehr. Rechts im ersten Stock. Halt. Da können wir jetzt mal die Granatskis einsetzen. Was zum Teufel? Oder der Hundi. Ruhig halten. Ich bin getroffen. Halt. Das war ein bisschen dämlich. Ich glaube, ich habe gerade das Hundi zerlegt. Was machst du denn? Don't stand so close to me. Mit deiner blöden Axt. Oh, das ist eine Menge. Ob ich da mit den Granaten überhaupt irgendwas ausgerichtet habe, das ist die Frage. Oh, Kopfweh, yes.
Cool, wenn du mir eine Kugel verpasst. Ich glaube aber, der ist essential. Das ist wieder die weird Tosse hier. Was läufst du denn da hinten hin? Oh. Hilfe! Ich mach deinen Kopf leuchtend. Alter, die haben sie mal blöde modelliert. Ja. Es wird mir schwerfallen, das alles einzusammeln nachher. Angriff. Ich glaube, ich habe seine Hundis allesamt zerlegt. Ja, das ist ärgerlich. Entschuldigung. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich, dass die Hundis am Leben bleiben, aber die mussten unbedingt unten in meine Granaten laufen. Huch. Tröstet euch, Hundis, ihr werdet gerecht. Naja, meine Granaten scheinen die da unten auch ein bisschen schon geschwächt zu haben. Achso. Auf der linken Seite, im ersten Stock. Okay, schön, dass du das immer sagst. Es scheint ja fast schon so zu sein, dass du weißt, woher sie kommen. Sind das alles welche mit Wummen? Also eben waren ja fast nur Wummen dabei, ne? Wummen meine ich. Es gibt nur einen Zuschauer hier, der von Sad Wummen... nee, Sad Wummen. Ich hab's durcheinander gekriegt. Ich sollte keine solche Witze machen, während ich... Oder Scherze machen, während ich hier gerade mitten im Fight bin. Die Hunde scheinen doch nicht tot zu sein. Die sind wohl essential. Die können wohl nicht... Also für diejenigen, die es nicht wissen, was das im Spiel bedeutet, essential heißt, die können nicht sterben. Und über die Konsole kannst du auch NPCs als essential markieren und damit dafür sorgen, dass sie nicht sterben. So kann man zum Beispiel, habe ich gehört, dafür sorgen, dass die Händler nicht draufgehen. Über die Flanken! Alter! Sie sind an der Vordertür. Halte dich bereit. Och. Willst du mich verarschen? Mit einer Minigun? Eine Olle mit einer Minigun. Ich glaub es. Fuck. Die könnte gefährlich werden. Also, ich habe mich umsonst gesorgt. Hundis können nicht sterben. Also können wir auch ruhig da unten volle Kanne reinschießen. Ah. So, also die Olle mit der Minigun scheint irgendwie noch nicht so ganz am Start zu sein. Nimmt auch wirklich alles auf, ja. Es nimmt alles auf. Ah. Konzentrier dich auf Gameplay. Na, Stammesangehöriger. Ja, während du lädst, lade ich auch. Was brüllt er da immer mit seinen Flanken? Ich glaube, er hat irgendwie ein Problem. Ins Traum. Ins Traube ran? Du hattest doch eben noch eine Minigun, meine Hübsche. Wo ist denn die geblieben? Hundi hat auch schon wieder mal kurzfristig den Geist aufgegeben. Was bin ich? Endlich. Also, wenn ihr unbedingt sterben wollt, dann können wir das hinkriegen. Das lässt sich ohne weiteres arrangieren. Da müsst ihr hier nicht erst so einen Stress machen. Stimmparks, bitte. Oh, die schmelzen hier wirklich weg. Was ist hier los? Du hast das Hundi verletzt. Das mag ich nicht. Hundi, du stehst im Weg. Oh, das Hundi versperrt mir hier den Eingang. Und das eine Hundi liegt da. Ja, Hundis, fresst ihn. Ja, ach, ich gebe euch mal ein bisschen Futter hier. Guck mal. Ich habe ihn für euch auch schon schön durchgematscht. Ja, irgendwie schon.
mit dem Besitzer der Villa sprechen. Wisst ihr was? Ehe ich das mache, werde ich hier erstmal, ratet mal, die komplette Eingeborenenlandschaft hier weglooten. Das muss sein. Alter Schwede. So. Och. 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 Wenn ich das gewusst hätte. Alter. Da liegen da die Minen, die ich gebraucht hätte, um sie unten zu legen. Diesmal hätte ich es nämlich gemacht. Weil wenn ich weiß, dass da welche durchkommen, dann kann man das ja auch mal so nutzen. Ja, ich spiele ja in letzter Zeit auch Far Cry 2. Und da lernt man auch einiges über Ballerspiele, magst du glauben oder nicht? Ich nehme mal die beiden hier vorne noch mit. Dann mache ich erstmal Loot-Verwaltung. Warum sind die alle leer? Was ist hier los? Der aber nicht. Und da vorne muss noch die Seltsame liegen. Ach, die Seltsame ist ja hier schon. Er liegt unter seinen Stiefeln. Komischer Fetisch. So, Kleidung. Alter, guckt euch das an. Das ist unglaublich. Unbelievable, my friends. Unbelievable. Neunmal voll reparierte Stammeskleidung. Im Wert von 75 Okkumaten. Das ist gut. Jagdflinten Kampfmesser. Ach, guck mal. Ja, ich habe gerade ein klein wenig mit Tastaturprobleme gehabt. Okay. Damit wären die Kampfmesser auch am Start. Und dann machen wir uns mal an die einfachen Messer. Messer. Ein Unterhosenrepetiergewehr. Habe ich vorhin tatsächlich so gelesen. So. Och. Axtkämpfer waren auch wieder mit dabei. So, Reparatur nur bis 100% möglich, sehe ich da gerade. Ach, wie schade. Ich dachte, ich könnte das auf 200% reparieren. Das wäre ja geradezu übertrieben. Gabel- und Buttermesser. Ich kann eigentlich nichts wegschmeißen, das in irgendeiner Form. Hier, weißer Teller, guck mal. Aber das hilft nichts. 6 Trinkgläser. Ja, immer noch 7 Sachen. Ich hasse es. Warum muss ich all meine Sachen wegwerfen? gut. Buttermesser werden schwer wiederzufinden sein. Erstmal 7 Stück. Ja, dann gehen wir gleich erstmal entlooten. Hoffentlich können wir das Haus verlassen zwischendurch. Alter, sieht das hier aus. Guck dir das an. Und wieder überlastet. Da vorne ist der Eingangsbereich. Ja, also ich rechne schon damit, dass ich alles bis auf die Habseligkeiten der Damen und Herren hier wegwerfen darf. Und wir dann erstmal entlooten gehen. Alter, schlepp ich mich hier durch die Gegend. Da hinten war noch der, den die Hundis im Griff hatten. Und dann nehmen wir noch die im Vorderraum. Und dann, ah, ich würde mich so freuen, mal was anderes zu sehen als diese alte verstaubte Hütte hier. Die sicherlich mal geil war. Also hat wirklich Stil das Teil. Ja, sowas, das wäre auch was zum Wohnen. Das würde ich durchaus annehmen. So. ich mach mal kurz Kleidung. Guckt euch das an. Es ist doch unglaublich.
10-mal geflickte Stammeskleidung. 11-mal. Oh, eine doppelläufige Flinte. Okay, okay, okay. Messer, Messer, Messer. Ja, ich weiß auch nicht, warum. Unterhosen-Repetiergewehr ist repariert und es hat einen Wert von 200 Ocken. Das ist fantastisch. Weißt du was? Was? Ich wollte alle 17 Buttermesser wegwerfen. Das kann das Spiel gar nicht glauben, ne? So. Dass der Honk so etwas tut. Ja, glaubst du, besser Spiel? Alter, nein. Ja, jetzt muss ich richtig was wegwerfen, weil ich kann die Minigun doch hier nicht einfach liegen lassen. Ja, die kann ich mir später holen, aber... Nein. Da geht mal gar nichts. Doppelläufige Flinte, was kostet die? 159, okay. Hier oben waren noch Äxte, nee. Weißt du, wir müssen tatsächlich für 17 Dinge von irgendwas... Ja, alles umsonst gesammelt. Aber weißt du, das kann man später alles in einem aufheben. Was ist hier los? Warum immer noch 5? Warum immer noch 5 zu viel? Verstehe ich nicht. Die Wackelpuppe Energiewaffen hätten wir mal weg. Ah, die hat kein Gewicht, alles klar. Spielzeugauto wiegt nur 1. Sag bloß, jetzt muss ich auch schon. Angelrute wiegt 2. Okay. Es tut mir wirklich in der Seele weh. Ja, und auch sowas habe ich. Also, wir müssen hier noch eine Menge Wunderbär-Utzka. Was ist das denn? In der Feuchtigkeit der Küste von Point Lookout, Maya Lurks. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass in diesem Gelände hier, da hinten ist eine große Kirche. Digga, wir hatten ja auch irgendwas von der Kathedrale gelesen da vorhin. Oh, was werden wir hier wohl noch alles zu tun kriegen? Ich gehe erstmal zu dem Händler hier auf dem Boot, der hoffentlich ein bisschen resettet hat. Huch, lass mal einen Kaffee trinken. So, auf der Facecam sagt es 3 Stunden 30. Das kann auch durchaus hinkommen. Ich würde eher sagen 3 Stunden 17 Minuten. Effizient. Ah, da ist nichts. Hello, Traveler. Hello, Traveler. I want to... Ihr Wunsch ist mir Befehl. Bist du bescheuert? Also, ich könnte ihm jetzt die Pungas da abkaufen, aber ich glaube, davon gibt es hier genug. Gute Reise. Hello, Traveler. Not everything is as it seems. Ich fahre mal zum... da kann man direkt zum Warenhaus reisen. Das ist ja geil. Moinsen, du hast hoffentlich... Oh, ich wusste, dass Sie zurück... Ja, Panade. Alles klar. Was möchten Sie denn kaufen? Was möchte ich kaufen? Ich möchte verkaufen. Ich guck mal, was die hier so alles hat. Das ist schockierend. Passen Sie. Ich könnte mal Folgendes machen. Warte mal. Kann ich da nicht hinreisen? Homestead Motel, ja. Ich könnte mich ja mal kurz in eines dieser dreckigen Betten.
Ja, danke schön, das war ein Absturz. Jo, und da sind wir wieder im Homestead Motel. Ja, ein netter Absturz mal wieder. Das hatten wir ja lange nicht mehr. Fuck. Lass mich mal schauen, ob das auch wirklich der richtige Spielstand ist. Nicht, dass ich hier... Kleidung. Stammeskleidung mal 11. Ja, muss es sein. Ich wollte hier mal kurz in einem dieser dreckigen Zimmer hier mal kurz schlafen gehen. Habe ich hier eigentlich schon alles ausgekundschaftet? Ja. Oh, Büro des Homestead Motels. Aha. Hier gibt es auch Loot. Natürlich. Ich schaue mich hier mal um. Nö, nichts Besonderes. Lootbares Trash-Material. Ja, 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 ja. Fernseher. Schlüssel für Zimmer 1G. Ja, super. Das kommt ja jetzt richtig praktisch. So, Lunchbox und bla und alles Mögliche. Aber hier gibt es keine Möglichkeit zu schlafen. Ich möchte ganz einfach mal bis zum nächsten Morgen schlafen und sehen, ob ich unter Umständen dann verkaufen kann. Weil das ist irgendwie total blöde, ne? So, warte mal. Geh mal von meinem Bett. Ah, schlaf, ich schlaf. 8 Uhr PM. Würde sagen 12 Stunden vielleicht. Okay. Schade, dass es hier nicht so wie in Far Cry 2 ist. Ich weiß nicht, ob es in Far Cry 3 so ist, dass man halt sehen kann, wie der Tag-Nacht-Zyklus vergeht. Naja, wenn man draußen ist, wahrscheinlich schon. So. Ich rede hier wahrscheinlich wieder kompletten Quatsch. Ist egal. Dann hat der Wolle wieder was Lustiges zu schneiden. Und was Lustiges, um sich lustig zu machen. Wurst. So. Ich meine natürlich den hässlichen Hotdog da oben auf dem... Was steht da drauf eigentlich? Dick Cities... was weiß ich. Ich möchte das gar nicht wissen.